traumatisiert auf Toilette gewesen, geduscht und jetzt geht es hier weiter. Mit dem alten Mercedes geht es jetzt hier weiter. Kleine Rundfahrt, ein bisschen gucken, mal sehen, was die Tour noch so bietet. So, wir sind jetzt hier am Gondao Resort angekommen, direkt am Meer. Die Sonne ist gerade aufgegangen vor 3 Stunden, so in etwa. Es ist ruhig hier, es ist schön. Und einchecken können wir noch nicht, erst ab 12 Uhr. Wir wurden jetzt hier zum Frühstück abgesetzt, erstmal hier mit dem alten Mercedes wieder. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es hier aussieht. Sehr feuchte Luft, saubere Luft hier vor allen Dingen auf der Insel. Keine Autoabgase, richtig saubere Luft, aber feucht und warm. Ja, und hier stehen sie alle und hier vorne ist das Restaurant. Frauchen hat mir da irgendwie ein Brötchen mit Ei bestellt. Ich hoffe, dass das in Ordnung geht. Ah, hier kann man denn, wie gesagt, frühstücken und essen. Unser Restaurant ist ein Stückchen weiter, also hier ein paar Bungalows weiter sozusagen. Und ja, so sieht es hier aus. Und hier warte ich jetzt auf mein Essen und hoffe, dass das in Ordnung geht. Ja, jetzt wieder ein kurzer Blick aufs Navi. Da, wo der blaue Punkt ist, da befinden wir uns jetzt. So, ein Brötchen mit Ei ist gekommen. Seht euch das an. Ich habe jetzt um die 20, 25 Minuten auf dieses bisschen Scheiß hier gewartet. Und meine Frau hat jetzt eine Glasnudelsuppe. Und ob diese dann schmeckt, wird sich in wenigen Augenblicken herausstellen. Also die Erwartungen sind ganz tief angesetzt. Die Erwartungen sind ganz unten auf der Messlatte angesetzt, weil wir, wie gesagt, wir sind von Phukuk, sind wir vorgewarnt. Und ja, da ist er wieder. Da ist er wieder, der Salat. Und der Salat, das ist der Übeltäter. Da muss man unheimlich vorsichtig sein, weil der meistens mit nicht keimfreiem Wasser gereinigt wurde. Gut, okay. Also Frauchen wartet natürlich, bis ich aufhöre zu filmen. Soll an der Stelle erstmal genug sein. Ich denke, es schmeckt nicht. Ja, die Bestätigung ist gekommen, also es ist 50-50, es ist okay, aber auch nur okay. Meine Brötchen sind wieder erwartend okay, auch okay, nicht süß. Ei okay, natürlich den Tomatenketchup vergessen. Diesen jetzt erstmal nachgeordert, ah, da kommt ja der Tomatenketchup. Wunderbar, es versteht sich hier natürlich nicht von selbst, dass sowas dann mit dazu gehört. Also, der Service ist grauenhaft, aber das Essen ist, naja, füllt den Magen, mehr auch nicht.